Wir dachten uns, Sie wollen über Gesundheit reden, wir auch. Ja, das ist doch auch in Ordnung. Also da die Themen, glaube ich, nicht ganz deckungsgleich sind, schlage ich vor, dass wer Interesse nachher an der Veranstaltung hat, kann gerne reinkommen, aber dass wir jetzt vielleicht, ich glaube, Sie haben auch ein Flugblatt oder sowas, dass wir vielleicht noch mal die Hand drücken und dass wir vielleicht jetzt... Das wäre es vielleicht. Ich würde gerne was schriften. Da, ja. Und haben Sie eine Antwort? Und dass wir da vielleicht jetzt hier ein paar Minuten drüber reden. Also wenn ich das richtig, lese, dann geht es jetzt. Sie hat das Thema angesprochen, Vivant ist in Charité. Es geht aber, glaube ich, jetzt hauptsächlich um die Charité. Also bei der. Beide. Gut, dann sage ich das. Dann fange ich mal. Da fange ich mal mit Vivantes an. Da sind wir insofern ein bisschen in einer anderen Situation, als da auch nach dem, als da schon eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat. Und es ist ja so, dass einigen von Ihnen sicherlich bekannt ist, dass dieses Thema, dass Vivantes sich bei dem Thema Sankt und große Befristungen deutlich bewegt, dass das, wenn es vielleicht nicht alle gerne hören wollen, auf eine Information. Eine starke Intervention meinerseits zurückzuführen gewesen ist. Und das Zweite, also die hatten ja erst da auch sozusagen von der Geschäftsleitung andere Vorstellungen und ich habe dann halt gesagt, also das Minimum, was man machen muss, ist, dass man, dass es also dramatisch auch vom Volumen zurückgeführt wird und dass man eigentlich anstreben muss, dass da eben von deutlich über 1000, dass man da eher bei einer zweistelligen Größe nachher landet, die auch einzeln begründet werden muss. Also das, denke ich, wird auch so kommen. Das zweite Thema ist, dass ich auch schon seit längerem klar gemacht hatte in Vivantes, dass ich dafür bin, dass alle Töchter einen Tarifvertrag bekommen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Kernpunkte dessen, was das Abgeordnetenhaus beschlossen hat. Und es ist so, dass Frau Kohler durchaus mit meiner Unterstützung, dass sie gesagt hat, das hat sie, glaube ich, auch vor der Aufsichtsratssitzung vor Vivantes einigen von Ihnen gesagt, dass Frau Kohlert gesagt hat, es muss jetzt zeitnah ein Konzept vorgelegt werden für dieses Thema Rückführung Therapeuten. Wir haben bei Vivantes das Thema, dass es dabei, teilweise geht es um Tarifverträge, teilweise geht es um Organisationsentscheidungen, aber Aufsichtsräte funktionieren nun mal so, dass sie auf der Grundlage von Vorlagen der Geschäftsleitung entscheiden. So sind Aufsichtsräte überall gestrickt und deswegen ist es wichtig, dass dafür auch ein Konzept vorgelegt wird. Und so ist eigentlich auch der Aufsichtsrat dort auseinandergegangen und ich vermute, dass die Arbeitnehmervertreter, die auch im Aufsichtsrat drin sitzen, unter Wahrung dessen, dass es immer Vertraulichkeit zu wahren gilt über die Aufsichtsratssitzung, da sicherlich auch die Grundbotschaft gesandt haben. Bei der Charité ist jetzt die Situation insofern anders, als wir da, ich mache jetzt erst nochmal die Charité. Bei der Charité ist die Situation insofern anders, als jetzt da noch keine Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat, die diese Frage erörtert hat. Was in der Charité in der Vergangenheit, glaube ich, die wichtigste Entscheidung war, war die, das Tochterunternehmen CFM, das ja in der Vergangenheit von der Charité zusammen mit Privaten betrieben worden ist, dass das in Landesbesitz gebracht worden ist. Das war keine ganz einfache Übung. Das ist aber jetzt, der Übergang ist jetzt zum 1.1. erfüllt. Und es ist auch so, dass klar das Thema war, das habe ich auf jeden Fall immer dort vertreten und die Geschäftsleitung hat das, glaube ich, dann auch übernommen, dass das auch bedeutet, wenn man die CFM in der Verantwortung dann auch als Landesunternehmen hat, damit indirekt, wenn auch mit der Tochter, aber eben nicht mehr mit einem Privaten zusammen. Was das auch bedeutet, dass das Thema sachgrundlose Befristung da deutlich zurückgeführt werden muss. Und jetzt mal, wir sind ja hier insofern ein bisschen unter uns, ist es ja so, ich glaube auch, dass die Charité das, dieses Thema, glaube ich, vom Kern her auch leichter verstanden hat, als es bei Vivantes der Fall war. Ich denke, das wird auch deswegen umgesetzt werden. Bei dem Thema jetzt. Das kriegen wir in den Verhandlungen nicht mehr. Dann, also bei dem Thema sachgrundlose Befristung ist es auf jeden Fall sozusagen im Aufsichtsrat gab es da auch ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung. Dann ist es jetzt so das Thema der Therapeutentochter. Da ist es so, dass
auch mir das Dokument vorliegt, das Sie kennen, wo eben gesagt worden ist, wir sehen jetzt erstmal da keinen Anlass darüber zu verhandeln. Und da ist es so, das wird sicherlich ein Gesprächsstoff im Aufsichtsrat sein. Da ist es aber jetzt, da der Aufsichtsrat noch nicht stattgefunden hat, kann ich Ihnen auch jetzt noch nicht sagen, wie das sowieso zu ausgegangen ist. Das ist sozusagen der Sachstand dort. Was aber auch da gilt, dass es zumindest meine Grundposition ist, es muss in allen Töchtern tarifvertragliche Regelungen geben. Wir haben jetzt bei der CFM ja, wenn man so will, eine Zwischensituation, da ist was ausgehandelt, an das man sich dann hält. Es hat also nicht ganz die Form eines Tarifvertrags, aber wichtig ist es sozusagen so, dass wir grundsätzlich in den öffentlichen Unternehmen, das ist meine Grundposition, dass wir dort zu Tarifvertragsregelungen kommen. So, jetzt haben Sie sicherlich noch die eine oder andere Meinung oder die eine oder andere Frage, die beantworte ich gerne. Es war mir nur wichtig, dass ich erstmal zu beiden Themen was sage. Was ist die Botschaft von der Aufsichtsratssitzung von Vivantes? Ich habe es ja versucht gerade zu sagen. Also das Thema Sachgrundlose, also Sie haben ja von dem, auch hier, als ich ankam, ging es ja ein bisschen darum, und auch in dem Text geht es ja ein bisschen darum, wie wird nun das, was das Abgeordnetenhaus beschlossen hat, wie wird das angegangen? Ja. Und da ist eins der Themen sachgrundlose Befristungen. Also sachgrundlose Befristungen, habe ich gesagt, werden... Ich denke, wenn es an mir geht, am liebsten ganz zurückgeführt, aber ich glaube, es wird allenfalls ein minimaler Rest bleiben. Ich hoffe, dass der Rest nahe Null ist. Bei dem anderen Thema ist es eben so, dass das Thema Tarifverträge für alle Töchterunternehmen ist, glaube ich, klar. Muss man halt sehen, Tarifverträge handelt nicht der Aufsichtsrat aus, handelt auch nicht das Abgeordnetenhaus, sondern Tarifverträge handeln Tarifvertragsparteien aus, aber das brauche ich denen hier Anwesenden nicht im Detail zu erzählen. Und bei dem dritten Thema, der Rückführung von der Therapeutentochter, ist es so, dass der Aufsichtsrat auf Vorschlag von Frau Kohlert mit meiner Unterstützung sehr deutlich gemacht hat, dass er dazu jetzt zeitnah ein Konzept sieht. Okay, danke. Also das Konzept zur Rückführung der VCD in den Mutterkonzern. So wie Zepe Pezet in Charité, weil Sie sagen über Verträge, aber wenn wir rückgeführt werden, dann haben wir Tarifvertrag, TVÖD, die gilt für uns. Also dann braucht man nicht verhandeln. Also ich habe deswegen gesagt, es sind ja drei Punkte und der Auflagenbeschluss des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus und damit auch des Parlaments umfasst drei Punkte. Weil alle diese Klinikunternehmen haben mehrere Töchter. Und insofern ist es so, also jetzt mal, deswegen ist es wichtig, dass selbst wenn eine Therapeutentochter zurückgeführt wird, gibt es noch andere Tochterunternehmen. Und es ist wichtig, dass es auch an diesen Tochterunternehmen Tarifverträge gibt. Und deswegen habe ich zu allen drei Themen was gesagt. Das heißt nicht, dass das gegeneinander steht, sondern das heißt, dass ich das sinnvoll bin. Es wurde jetzt bis zum 31. vom Senat gegenüber dem Abgeordnetenhaus ein Konzept vorgelegt werden. Jetzt haben wir von der Charité gehört, dass man dem Senat schon am 12., also letzte Woche schon, irgendeine Form von Zuarbeit gemacht hat. Also das kann ja dann nur eine Zuarbeit sein, die am Ende darin endet, dass es ein Konzept des, des Senates gibt. Die Frage für uns ist, wann holen Sie, also es gibt ja verschiedene Interessengruppen und Beteiligte an diesem Prozess. Die Geschäftsführung ist eine davon, die Beschäftigten, die eine Menge Fragen haben, sind eine andere. Und wir haben inzwischen in Person von Herrn Müller ihn vor 4 Wochen aufgefordert, sich mit uns zu dieser Frage auch an den Tisch zu setzen und haben bisher dazu keine Antwort. Haben Sie vor, mit den Beschäftigten über diese Frage auch zu sprechen? Also, dass ich gelegentlich mit Leuten rede, sehen Sie ja jetzt gerade hier. Und insofern ist es so, ich habe auch immer, ich kann es nicht jeden Tag machen, ich habe aber auch immer Diskussionsveranstaltungen gemacht, wo es um solche Themen ging. Es geht nicht um Diskussionen, es geht um die Ausrichtung der Koalition. Ja, und da ist es eben so, das habe ich glaube ich schon gesagt, da mag auch manchmal ein Abgeordnetenhaus sozusagen insofern etwas zu optimistisch sein. Der Senat kann vielleicht über etwas berichten. Der Senat führt aber keine Tarifverhandlungen, sondern... Es geht nicht um Tarifverhandlungen, es geht um die Rückführung. Ja, das Eigentümerentscheidung. Es geht,
Es geht um die Rückführung an der einen Stelle und es geht um die Tarifbindung an anderen Stellen. Und da ist es eben, da ist es so bei dem Thema der Rückführung ist es so, das entscheidet auch nicht der Senat, sondern es entscheidet letztlich ein Aufsichtsrat auf Basis einer Vorlage der Geschäftsführung. Und natürlich ist es so, dass es sinnvoll ist, darüber zu reden. Und insofern ist es so, wenn in Ihrem Flugblatt drinsteht, dass es da bisher keine Gespräche gegeben hat, wo die Beschäftigten oder Radi als Gewerkschaft daran beteiligt war, ist das sicherlich ungünstig, würde ich nicht so machen. Aber das muss man jetzt halt mal sehen. Die, auf jeden Fall ist in Vivantes, wo wir jetzt schon eine Aufsichtsratssitzung hatten, ist ja auch festgehalten worden, dass es eben jetzt Gespräche geben wird zwischen der Geschäftsleitung und der Gewerkschaften und zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmervertretungen über diese Themen. Insofern ist es so, das könnte ja sein, dass das mal ja, das wäre schön, weil wir haben extra zu diesem Zweck Rückführungskommissionen gegründet, sowohl bei Vivantes als auch bei der Charité gibt es die VTD-Rückführungskommission und die Rückführungskommission der CPBZ und wir haben unsere Bereitschaft gezeigt, auch an dem Konzept mitzuarbeiten. Und wir wollen es möglichst, dass es möglichst schnell umgesetzt wird, weil wir kämpfen auch schon seit 4 Jahren, jetzt bei Vivantes, oder 4,5 Jahren für diese Rückführung. Also ich gehe mal davon aus, also ich kann es nicht verordnen, aber ich hoffe, dass es da auch bald zu Gesprächen kommt. Und ich bin mir sicher, nach dem Gespräch, das wir im Vivantes Aufsichtsrat hatten, dass es, was Vivantes betrifft, zu einem Gespräch in Zeit machen. Ich würde nochmal gerne zur CPBZ eine Frage stellen. Wir sind ja nun auch in der Charité. Ich bin da auch im Aufsichtsrat. Sie wissen, was da los ist, sage ich mal, anders als wir. Und der Kumpel hat ja gerade schon gefragt, wann geht jemand auf die Beschäftigten zu? Und wenn es so ist, ist das bei der Charité, bei unserer Geschäftsführung, der CPBZ ganz toll. Also da wird weder darauf eingegangen, dass wir eigentlich diese politische Situation haben. Auch die Situation der Beschäftigten in Deutschland, also dass wir keine Kollegen sozusagen nachkriegen. Also der Fachkräftemangel wird ignoriert, alles wird ignoriert. Und wir werden immer wieder auf irgendein Geschäftsjahr vertröstet, ein Budget vertröstet, was halt innerhalb der CPBZ möglich sei. Und vor diesem politischen Hintergrund, wie es gerade angesprochen hat, finde ich das eigentlich unheimlich, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Als Bürger habe ich kein Verständnis, wenn mir diese Geschäftsführung gegenübertritt und sagt, ja, wir können das und das nicht. Und alles, was Sie als Politiker besprechen, ignorieren. Sämtliche Beschlüsse werden ignoriert, wir wissen von nichts, sagen die dann immer, wir haben keine Ahnung, wir warten auf Anweisungen. Wie sollen wir denn weiter damit umgehen, Herr Konrad? Ich habe damit wirklich ein Problem, weil hier werden irgendwelche demokratischen Grundwerte zumindest mit Füßen getreten in der Charité, in dem landeseigenen Unternehmen, aufs Äußerste. Und ich kann damit wirklich langsam nicht mehr leben. Also der Aufsichtsrat kann auf jeden Fall alle Beteiligten ermutigen, miteinander Gespräche zu führen. Bei dem Thema, als es darum ging, ob die CFM in Landesbesitz kommt, hatte ich auch am Anfang immer gehört, dass das alles nie geht und nie gehen wird. Und es hat dann eben halt auch eine gewisse Zeit gedauert, das stimmt. Und man kann auch ungeduldig sein, man kann auch sagen, es hat zu lange gedauert. Aber es ist eben so, dass so kompliziert das war, auf jeden Fall es so ist, dass das jetzt eben kein gemeinsames Unternehmen mehr mit Privaten zusammen ist, sondern ein öffentliches, und ich hoffe auch, dass das dazu beiträgt, dass sich dann da in der Folge auch noch mehr verbessert, als sich bisher schon verbessert hat. So etwas Ähnliches haben wir auch in Vivantes gemacht, wo ja ein Reinigungsunternehmen mit einem Privaten zusammen betrieben worden ist, auch das ist ja beendet worden. So, also insofern ist es so, ich sage, das wäre nicht mein Stil, keine Gespräche zu führen, und ich kann aber sozusagen aus dem, was ich zu verantworten habe, kann ich dann nur andere ermutigen, Gespräche zu führen, und ich würde sagen, ich glaube auch, dass es richtig ist. Also ich fand das Schreiben, was da, was auch mir vorliegt, was Sie ja wahrscheinlich auch kennen, dieses Schreiben fand ich unglücklich, um es mal so rum auszudrücken, und ich werde auf jeden Fall meine Möglichkeiten dafür nutzen, und das wissen auch die Beteiligten schon, weil ich die ja auch manchmal sonst sehe, dass die Erwartungshaltung ist, dass man Gespräche führt, weil manchmal findet man in Gesprächen keine Lösungen, ohne Gespräche findet man aber mit Sicherheit keine Lösungen. Also insofern ist es so, also wenn man an Lösungen interessiert ist, muss man Gespräche führen. Das heißt, bis jetzt sind keine Gespräche gelaufen zwischen Senat und Charité.
Naja, es ist so, ich glaube, die Charité-Führung weiß schon, dass es da eine klare Erwartungshaltung von dem Senat gibt. Das offizielle Forum, um solche Gespräche zu führen, ist aber halt der Aufsichtsrat. Und da gibt es auch eine klare Rollenbeschreibung, wer für was zuständig ist. Das muss im Übrigen auch so sein. Aber Sie können sich sicher sein, und das gilt jetzt auch sicherlich für Herrn Müller, können Sie sicher sein, dass er diese Erwartungshaltung genauso hegt wie ich, auch wenn er jetzt nicht hier vor Ihnen steht. Wird denn der Senat die Charité mit mehr Geld ausstatten, wenn die GmbH übernommen wird und dann die Leute mehr Geld verdienen? Also, da gibt es in bestimmten Umfang, gibt es dafür durchaus Grenzen. Und zwar ist es völlig klar, sozusagen in der Charité ist ein bisschen kompliziert. Wir haben erstmal eine Trennungsrechnung zwischen dem Forschungsbereich und dem Krankenhausbereich. Müssen wir auch eine Trennungsrechnung machen. Beachten gerade durchaus jetzt mal Krankenhauswettbewerber mit der Charité achten eifersüchtig darauf, dass wir eben nicht Sachen subventionieren, die wir an anderer Stelle nicht subventionieren. Und wenn man den Krankenhausbereich anguckt, ist es grundsätzlich so, dass jetzt mal vereinfacht gesprochen die Investitionen von dem Land bezahlt werden und die Betriebskosten müssen erwirtschaftet werden von dem Krankenhaus über Fallpauschalen oder sonstige Einnahmen. Und insofern ist es so, das, was wir deutlich getan haben in den letzten Jahren, und diejenigen, die sich daran erinnern, ist, als ich hier angefangen habe als Finanzsenator in Berlin, habe ich gesagt, sozusagen auf meiner ersten Pressekonferenz, also ich stelle mir das so vor, dass wir von nur konsolidieren gehen in das Thema konsolidieren und investieren. Wir haben die Investitionsmittel deutlich erhöht, auch in der Charité. Heute hat zum Beispiel der Senat über ein neues SIVA-Programm gesprochen, also das sind Investitionen in die wachsende Stadt, und hat zwei Themen. Also für die Charité sind da zum Beispiel 20 Millionen an Investitionen für ein Großgeräteprogramm drin, und für die Charité und Levantis zusammen sind Planungsmittel für ein großes Ausbildungszentrum drin. Das sind nochmal 10 Millionen. Also wir haben die Investitionsmittel deutlich erhöht. Und insofern ist es so, reduziert das den Druck auf die Krankenhäuser, zu sagen, ich muss eigentlich einen Teil dessen, was an Investitionen ist, noch versuchen, irgendwie im Personalbereich gut zu machen. Aber es ist praktisch so, dass es schwer ist, zu sagen, also der Landeshaushalt, selbst wenn er es denn wollte, gibt Geld für Personal in Krankenhäusern, die sich, was die Krankenhausfunktion bestimmt, im Prinzip in einer bestimmten Wettbewerbssituation befinden. Beantwortet vielleicht ein bisschen. Ich will jetzt nicht im Seminar zur Krankenhausfinanzierung einsteigen, aber doch nochmal ein bisschen zugespitzt die Frage. Also wir haben einen Beschluss des Abgeordnetenhauses, der sagt, bis zum 31.03. hat der Senat ein Konzept vorzulegen, hat der Senat dem Abgeordnetenhaus ein Konzept vorzulegen. Ihre eigene Partei hat in ihrer Klausur beschlossen, dass also Konzept zur Rückführung unter anderem der CPZ und der VTD. Die SPD hat in ihrer Klausur beschlossen, dass diese Rückführung bis zum 31.12. diesen Jahres abgeschlossen sein soll. Und die Frage, die wir uns natürlich brennend stellen, Sie haben jetzt über den Aufsichtsrat als Kontrollgremium gesprochen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wird der Senat ein Konzept vorlegen, das diesen Prämissen entspricht? Und wird er das im Zweifelsfall gegenüber den Geschäftsführungen in seiner Eigentümerfunktion durchsetzen? So wie das der Beschluss ebenfalls vorsieht? Oder läuft es darauf hinaus, dass man jetzt die Geschäftsführung bzw. die Vorstände von Vivantes und Charité das nächste halbe Jahr, so wie bei den Befristungen, immer wieder auffordert, dass sie was tun sollen, und wir ihnen dann Briefe schicken, in denen deutlich wird, dass das nicht passiert, und alle immer einen ganz hochroten Kopf kriegen, aber nichts verändert sich? Also bei den sachgrundlosen Befristungen verändert sich was? Ja, hat lange gedauert. Ja. Da wollen wir ja Ihnen verdauert. Nicht sagen, wie lange hat das okay, gedauert. Also die konkrete okay. Frage ist, ja, also auf jeden Fall ist es so, dass es manchmal länger gedauert hat, habe ich ja gesagt, und das verstehe ich auch, dass man damit ungeduldig ist, aber trotz allem ist es so, wir müssen natürlich auch nach Möglichkeiten suchen, das durchzusetzen. Und da ist es im Prinzip so,
Also wenn man Hand aufs Herz die Abgeordneten und Abgeordneten hat, fragt, was haben sie sich dabei gedacht, als sie das beschlossen haben, da haben sie gesagt, naja, sie wissen schon, dass das ziemlich kompliziert ist, dieses Ding zu setzen. Und der wirkliche Hebel, den es dann gibt, ist im Zweifelsfall zu sagen zu den Krankenhäusern, wenn ihr Investitionsmittel haben wollt, müsst ihr ja von uns die Mittelfreigabe im Abgeordneten hinausbekommen. Also insofern ist es so, wir können keinen anderen Weg gehen als den über die Aufsichtsräte. Ich bin aber optimistisch, dass uns das gelingt. Das wird nicht leicht. Ich bin aber optimistisch, dass uns das gelingt. Und bei dem Thema der Zeitpläne, also soweit ich das beeinflussen kann, will ich mich darum bemühen, dass auch das dann vorliegt. Aber bestimmte Elemente können nicht woanders geschrieben werden als in den Unternehmen selbst. Und deswegen müssen sie auch dort entstehen. Wenn Sie, das ist unbefriedigend, aber eine klare Aussage. Ja, aber deswegen kann man es ja trotzdem dafür stark machen, dass sie entstehen. Und denen dienen ja auch, und das verstehe ich sehr wohl, dass Sie sagen, Sie wollen da in Gespräche eingebunden werden. Und das finde ich, sollte auch sein, dafür werde ich mich auch über das andere hinaus einsetzen. Ja, und dann noch steht ja in dem Nachtragshaushaltsgesetz das von Gesellschafteranweisung. Also falls die Aufsichtsräte da nicht tätig werden, gibt es ja doch noch die Option. Ja, aber auch eine Gesellschafteranweisung muss ich an bestimmte Regeln halten. Und auch da will ich jetzt kein Seminar. Bei der Ausbildung hat es wunderbar funktioniert. Und da hat es ja auch nicht so lange gedauert, dass eine Tochterfirma gebildet hat, übrigens auch mit ihrer Partei. Manchmal ist es so, dass der eine Weg schneller geht und der andere Weg langsamer geht. Aber es ist wir haben ja fast den Eindruck, dass es dann Gesetzmäßigkeiten gibt, welche Wege schnell gehen und welche nicht. Ich weiß nicht, wo man unten was wegnimmt. Auf jeden Fall. Ganz schnell. Na gut. Also auf jeden Fall ist es so, wir sind bei den Themen, die ich dargestellt habe, sind wir weitergekommen und ich glaube auch, wir werden hier weiterkommen und wenn wir uns Ende des Jahres wieder treffen, wissen wir wahrscheinlich, wie weit. Oh. Ja. Oh. Oh. Ja, ich hoffe, die Party findet vorher statt. Ja. 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 Dankeschön.